Jo, na denn, exponentielles Wachstum oder Zerfall. Machen wir das nochmal ein bisschen systematischer. Also es wird praktisch nur erklärt, wann ist es Wachstum und wann ist es Zerfall. Für die Freaks, ne, wir nehmen jetzt mal die grundsätzliche Formel. Ich habe einen gewissen Grundwert, nehme mal 1 plus, damit der Grundwert auch erhalten bleibt. Sonst hätte ich nämlich bloß so eine Art Prozentwert rausbekommen. Mal 1 plus der Prozentsatz geteilt durch 100 und das Ganze hoch Zeit. Das wird sich aber nicht bloß immer nur mit Prozentsatz und so weiter ausdrücken lassen. Das werden wir dann später noch sehen. Und das ergibt den Endwert. So, und jetzt kann ich sagen, wenn ich einen positiven Prozentsatz habe, dann ergibt sich auch ein Wachstum. Ich erkläre das gleich dann in den nächsten Zeilen mit Zahlenbeispielen, das geht leichter. Habe ich einen negativen Prozentsatz, also plus, minus, gleich minus, einen Prozentsatz, dann habe ich einen Zerfall. Ist der Prozentsatz 0, ja, dann steht hier bloß Grundwert mal 1 und dann kann ich hoch Zeit nehmen, so oft ich will. Es bleibt der Endwert genauso wie der Grundwert. Mal mit Zahlenbeispiel. Zahlenbeispiel, Prozentsatz sei mal 3, also 3% dazu oder weg. Nebenbei, wie man mit diesen Dezimalzahlen umgeht, wie man das ganz schnell macht. Guckt mal auf den Link, hier oben ist immer ein Link, so ein i oder hier erscheint ein ganzes kleines Banner und da könnt ihr draufklicken, dann wartet das Video hier, das ist gar kein Problem. Wenn ihr das nicht seht, geht mal mit dem Finger drauf, mit dem Cursor drauf, dann ist auf jeden Fall das i zu sehen und dann kann man dann drauf tippen. Gut, jetzt mit dem Zahlenbeispiel 3%, also ich sage, ich habe einen gewissen Grundwert, jetzt mal egal wie viel, plus mal 1 plus, aber in Klammern, weil ich das ganze Ding hoch Zeit nehmen muss, plus 3 durch 100, ja, das kann man besser ausdrücken, 1,03, ne? 3 Hundertstel sind 0,03, also kann ich gleich sagen, 1 plus 0,03 ist 1,03 und das Ganze hoch Zeit, ergibt einen Endwert. Oder das Ganze minus, dann hätte ich 0,97 hoch Zeit. Wenn ich das mal mit einer Zeit von 20 Jahren einfach mache, so Beispiel, ich hätte Geld angelegt 20 Jahre lang und gucke dann mal, dann gucken wir uns das Ganze hier mal an, dann hätte ich ja keine, in diesem Fall, wenn nichts wächst, dann kann ich das auch lassen, ne, dann brauche ich das nicht, weil hier kann ich hoch Zeit nehmen, das bleibt eine 1, okay. Und hier ergäbe sich aus diesem Wert 1,03 hoch 20 Jahre 1,08, also wird der Grundwert größer, also ist es Wachstum. Und hier 0,97 hoch 20 Jahre ergebe nur noch ein bisschen mehr als die Hälfte, also ist es ein Zerfall. Im nächsten Video zeige ich das Ganze mal mit am Beispiel von Zellteilung oder Halbwertszeit. Dazu füge ich jetzt zum Schluss noch einen Link an und dann gucken wir uns das in einem anderen Video an. Bis dahin erstmal tschüss, tschüss.